eine Hand zum Winken. Also. Und dann für einen enkeltauglichen Lebensstil. Basic. Ja, ja, ist halt Öko. Das ganze Öko-Propaganda. Ich meine, Öko ist ja nicht schlimm, aber diese Propaganda ist schlimm. Ja, auf jeden Fall dieser Tim Gill, der hat bei Hewlett Packard. Ja, das ist die Gesellschaft, die die Drucker gebaut hat. Irgendwie hat er da gearbeitet, ja, ja. Dann hat er ein eigenes Unternehmen gegründet, was irgendwie Quark heißt, und hat das Layout-Programm Quark Express gemacht. Habe ich schon mal von gehört, das ja. aber ich weiß nicht genau, was das drin ist, aber ich habe dieses Quark, haben Sie mal irgendwie nicht mehr das im Internet. Und deswegen ist er halt ja. auch einer von diesen Software. Ich sitze in meine Brille. Grün. Ich weiß nicht, was ist das? Besser wie die Bordeaux-Rote. Die sind eigentlich sehr ähnlich, ja. oder? Ja, und ist das auch eine Gardine, die du da jetzt bearbeitet hast? Nein. Ja, und also, und irgendwie kommt das, also du denkst ja immer, das ist die Gesellschaft, die irgendwie hier so Trends, also Trends würden sich entwickeln von sich aus. Aber jemand mit einem richtig Haufen viel Geld, der kann das ja alles steuern, ne? Das sind wir über 360 Millionen, was kannst du damit alles steuern? Ich hab im Bücherschrank hab ich mal was geguckt. Augenblicke großer Geister, wie ich da gewartet habe und gewartet habe. Und du hast hier gesessen und hier gewartet. Das war dumm, ne? Ich habe immer geguckt, ich habe dich aber nicht gesehen. Ja, aber was denkst du dann zu dem Begriff Rassismus? Was denkst du dann zu dem Begriff Rassismus? Weil es ist ja so, guck mal, ich habe im Internet mit den Homosexuellen darüber sprechen wollen, ob das in Ordnung ist, so mit Homosexualität und Kirche und so. Und man kann ja jetzt nicht die Bibel umschreiben, nur damit die Homosexuellen mit ihrer Homosexualität, also Unzucht, keine Sünde mehr begehen. Geht ja nicht, oder? Also ich meine, jeder Homosexuelle kann in die Kirche gehen, natürlich, aber es ist trotzdem Sünde, was er tut, weil es so in der Bibel steht. Du hast mich jetzt etwas gefragt, ne? Ja. Ich brauche da etwas länger, das irgendwie erstmal zu verarbeiten. Ne? Mir ist halt die ganze Diskussion, dass jetzt das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll, da habe ich mir schon Gedanken, durch was für ein Wort könnte man das ersetzen, das Wort Rasse. Wenn man das Wort Rasse jetzt aus dem Grundgesetz abgibt. Aber was soll das überhaupt, dass man ständig irgendwelche Wörter verbietet oder streicht? Oder ja, es gibt verbotene Wörter da aus dem Dritten Reich, da gab es zum Beispiel Wörter wie Darf ich jetzt überhaupt jetzt sagen, Sippenhaft oder sowas? Oder ja, aber man kann doch Dinge nicht ungeschehen machen, indem man Wörter verbietet oder ist ja auch mit Autokennzeichen oder darf das SS nicht mehr geben oder als möglicher Ausgangspunkt. Ja, das ist halt irgendwie. Das ist, aber dann muss man überlegen, in Deutschland sind solche Begriffe verboten, ne? Aber dann muss man sie ja auch benennen können. Was für ein Wort ist verboten? Ne? Ja, aber das, ob du es jetzt Rasse nennst oder anders nennst, ist vielleicht doch das Gleiche. Also ich habe immer das Gefühl, da steckt dann irgendeine andere Strategie dahinter. Also es hat einen anderen Grund, oder? Vielleicht liegt es auch, wollen die einfach nur das Thema jetzt diskutieren und muss ich einfach mal Gedanken machen. Glaube ich nicht. Weil von diskutieren ist ja in der Regel irgendwie überhaupt gar nicht zu merken, weil zum Diskutieren gehören ja mehrere Ansichten, die dann gleichberechtigt irgendwie behandelt werden. Aber es ist ja hier so viel verboten zu denken und zu sagen und vieles wird dann nicht gesendet. Es wird also jetzt in den Medien wird ja dann eigentlich nur das gezeigt, was dann entsprechend irgendwie gerade erlaubt ist an Meinungen, oder? Ja. Also ich bin ja der Meinung, es zieht alles darauf hinaus, dass die Gesellschaft halt total unmoralisch werden soll und dass halt die Religionen verboten werden sollen. Also es zieht auf diese neue Weltordnung ab und auf die eine Weltreligion, wie eine atheistische Religion.